Komm, wir stehen auf. Eigentlich auch ein sehr untypischer Tantien-Gesang, weil er sehr direkt ist und rockig halt einfach, also geht sehr, so in sehr rockig und, ja, und auch sehr direkt vom Text her. Eigentlich haben wir nicht so direkte Texte. Es ging damals darum, dass in Horb ein Nazi-Aufmarsch geplant wurde und da ganz viele Leute gesagt haben, wir wollen das nicht, und da ganz viele Aktionen gestartet wurden, unter anderem auch eine Kundgebung und ein Bürgerfest, das die Stadt dann organisiert hat. Wir sind dort aufgetreten, haben diesen Song live gespielt. Wir haben den im Vorfeld aufgenommen, innerhalb von ein paar Tagen den Song aufgenommen, auf CD gebrannt und den vervielfältigt und auch kostenlos verteilt dann. Die Aktion hat uns eine ganze Menge Interesse eingebracht. Wir hatten danach einiges an Radiointerviews, Telefoninterviews und so. War damals schon eine Nummer. Ja, genau. War, ja. Er ist auch bei den Leuten einfach angekommen, muss ich sagen. Also es war wirklich, hat auch eine ganz klare Aussage einfach. Ja, also mir gefällt dieser Song sehr, 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 sehr gut. Einfach, also ich spiele ihn auch eigentlich sehr gern, auch wenn wir jetzt schon lange nicht mehr so live gespielt haben, weil er untypisch ist für uns. Ja, also tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Masse, die an dieser Kundgebung da war, den Song viel besser angenommen hat als unser sonstiges Publikum, den er eigentlich nicht so gut gefallen hat, eben weil er so sperrig ist und untypisch. Ja. Und deshalb haben wir ihn irgendwann aus dem Programm genommen. Genau, aber ja, ich finde, er hat eine ganz klare Aussage und einfach haut drauf und ich stehe da voll dahinter und muss sagen, ich mag den einfach. Und ja, ich glaube, wir haben da ganz schön viel erreicht. Bin da auch stolz drauf. Irgendwie können wir, glaube ich, auch.